Goethe-Zertifikat B1. Prüfung Sprechen. Thema: Computerspielen. Soll man Computerspiele spielen? Das Thema meiner Präsentation ist Computerspielen. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe schon als kleines Kind Computerspiele gespielt. Mein Bruder hat mir gezeigt, wie das geht, und ich fand es toll. Ich finde es cool, immer mit vielen Leuten im Internet verbunden zu sein. Ich spiele oft mit meinem Smartphone. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. In meinem Heimatland ist es so wie in Deutschland. Es gibt Kinder, die gern zu Hause bleiben und am Computer spielen. Die meisten jungen Leute sind aber lieber draußen und spielen mit anderen Kindern. Viele Eltern sind auch nicht damit einverstanden, dass die Kinder immer vor dem Computer sitzen. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Es ist ein Vorteil, dass man kann beim Spielen etwas lernen. Zum Beispiel, es gibt interessante Spiele, Strategie- oder Detektivspiele. Sogar man kann seine Sprache bessern. Ein Nachteil bei den Computerspielen ist, dass die Kinder dann viel zu Hause sitzen und sich nicht bewegen. Und es schadet in ihre Augen. Meiner Meinung nach soll man vielleicht nur eine Stunde am Tag vor dem Computer sitzen. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.